Herzlich willkommen hier in Berlin, genauer gesagt im Luxushotel Maritim Tiergarten. Draußen herrscht Hochsommer, fast 30 Grad. Hier drinnen ist es angenehm temperiert und das ist auch gut so, denn die Köpfe hier hinter mir, die rauchen auch so ganz ordentlich. Mehrere tausend Skatspieler haben teilgenommen an den Qualifikationsturnieren unter skatmasters.de und die 100 besten von ihnen, die sind heute hier und spielen den Sieger aus. Und allein dieser wird beim höchstdotierten Skatturnier der Welt ein Preisgeld von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen können. Herr Humilius, Sie sind nun schon zum wiederholten Mal der Turnierleiter hier beim Skatmasters Finale. Zuerst mal die Frage, läuft alles in geordneten Bahnen ab? Also es läuft alles in geordneten Bahnen ab. Wir haben gerade gestern einmal resümiert. Ich bin das fünfte Mal insgesamt dabei und das zweite Mal als Spielleiter. Das ist ja das höchstdotierte Skatturnier der Welt, das Skatmasters. Welche Bedeutung hat das für den Deutschen Skatverband? Also dieses Turnier hat insofern Bedeutung für den Deutschen Skatverband. Hier sind sehr, sehr viele Spieler dabei, die noch nicht in Vereinen des Deutschen Skatverbandes organisiert sind. Und da ist es für sie eine Chance, ihrem Hobby nachzugehen, dem Skatspiel nachzugehen. Und ein schöner Nebeneffekt ist eben, wenn man weiß, man ist gut, dass man dann eben auch eine größere Chance hat, hier etwas zu gewinnen. Plevnia, Sie sind waren Weltmeister, Skat-Weltmeister, Sie waren dreimal Europameister, Sie sind der amtierende Skat-Masters-Champion. Man kann also sagen, Sie haben ein bisschen Ahnung von Skat. Wie läuft es denn bislang bei Ihnen hier im Turnier? Ja, also bei dem Turnier, der Start war gut, es ist jetzt die erste Serie gelaufen. Und es geht ja hier nach Tischpunkten und ich habe den Tisch gewonnen, das bedeutet 4 Punkte. Und es kommen ja noch 3 Serien, also wollen wir mal schauen, wie es dann so wird. Sie haben im letzten Jahr ein Preisgeld von 25.000 Euro gewonnen. Ist noch was übrig davon? Ja, ein bisschen vielleicht, aber ich war mit meiner Frau in Südafrika. Wir waren auf den Bahamas, machen jetzt nochmal, also wir haben das in Reisen angelegt. Ja, und das ist auch okay so. Vier Vorrunden und ein Halbfinale liegen hinter uns. Das bedeutet, über 3.700 Mal wurde hier beim Skatmasters 2011 gemischt, gegeben, gereizt, gepasst, gewonnen und natürlich auch verloren. Über 3.700 Spiele liegen hinter uns, 36 liegen noch vor uns, nämlich die des Finales. Und für dieses Finale haben sich die folgenden 3 Teilnehmer qualifiziert. Mike Reidenbach, der einen Einzug ins große TV-Finale geschafft und damit den 3. Platz und 10.000 Euro schon mal sicher. Dazu herzlichen Glückwunsch. Das ist, denke ich mal, vermutlich Ihr bislang größter Gewinn beim Skat, oder? Das ist richtig. Welche Erfolge hatten Sie bislang schon? Na, bislang habe ich nur so auf Kreisebene kleinere Turniere gewonnen und im Ligaspielbetrieb bin ich 2-mal aufgestiegen. Sie standen zur Hälfte des Halbfinales bei 3-3 Spielen, 3 gewonnene, 3 verlorene und ein Gegenspieler hatte 8-0. Das ist ja, sah ja eigentlich fast wie eine aussichtslose Situation aus. Wie haben Sie das noch gedreht? Ja, das nötige Glück. Ich habe dann schlechtere Karten angereizt und halt Glück beim Finden gehabt und habe dann halt das Blatt noch gedreht. Also war es denn doch nicht nur Glück, sondern schon auch Ihr Mut, dass Sie offensiver gespielt haben? Jetzt sind Sie im Finale unter den letzten 3. Gehen Sie jetzt ganz entspannt in das Finale rein oder sagen Sie, also jetzt will ich denn, wenn ich das schon geschafft habe, dann will ich jetzt auch noch den 1. machen? Ich habe jetzt mehr erreicht, als ich wollte und ich gehe da ganz entspannt rein. Wenn es bloß der 3. Platz wird, dann bin ich auch hochzufrieden. Uwe Krummel, einer der 3 Finalisten beim diesjährigen Skat Masters, dazu herzlichen Glückwunsch. Offensichtlich ist das Turnier gut gelaufen. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie es gelaufen ist? Ja, auch wenn ich es genau beschreibe, dann ist es ja eigentlich auch relativ schlecht gelaufen, dadurch, dass ich keine Vielzahl an Spielen gekriegt habe, aber einfach, sagen wir mal, recht konstant trotzdem und wenig Spiele verloren habe. Wo ich dabei ich der Meinung bin, ja, dass die sehr entscheidend sind, gerade wenn die Listen über 36 Spiele ja doch relativ kurz sind und man so effektiv wie möglich spielen muss.
Finaleinzug haben Sie ja geschafft. Dritter Platz, 10.000 Euro sicher. Sind Sie jetzt entspannt, was das Finale anbetrifft? Oder sagen Sie, also wenn ich das schon geschafft habe, dann will ich auch Erster werden? Na, also der Ehrgeiz, Erster zu werden, ist schon da. Aber das entscheide ich ja nun Gott sei Dank nicht alleine. Da gehört eben schon ein bisschen dann die Karte dazu und alles. Aber was jetzt kommt, das ist einfach zusätzlich. Ich bin mehr als zufrieden. Selbst heute früh habe ich gesagt, ich möchte nicht nur Neunter werden. Wenn ich dann wenigstens noch Achter wäre, kann ich auch damit leben. Es war ein schönes Wochenende. Nun ist es traumhaft. Dann wünschen wir Ihnen fürs Finale viel Erfolg. Toi, toi, toi und gut Blatt. Vielen Dank. Wenn man mit einigen tausend anderen die Online-Qualifikationsturniere spielt, dann rechnet man vielleicht damit, dass man ins Finale kommt, aber nicht, also in das Finalturnier, ja, aber nicht unbedingt unter die letzten drei. Oder haben Sie sich da tatsächlich Chancen ausgerechnet? Also ich habe mir wirklich Chancen ausgerechnet. Also ich habe gedacht, wenn ich die Vorrunde wirklich überstehe und komme ins Halbfinale. Und das ist eine Serie, das ist eine kurze Serie auch noch. Und also zählt Glück und können natürlich auch dazu und von daher, da habe ich mir schon Chancen ausgerechnet. Ich meine, mit Ingolf Münch mit am Tisch, starker Spieler, ohne weiteres. Also habe ich gedacht, naja, er oder ich. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, als Dritter, der Sie ja in jedem Fall sind, haben Sie 10.000 Euro sicher. Haben Sie schon eine Idee, was Sie mit dem Geld machen werden? Ideen habe ich viele, ja. Nennen Sie uns auch eine oder zwei? Ja, eine Reise, aus ganz sicher. Also, vielleicht mal so ein, zwei Wochen Urlaub. Spanien wahrscheinlich. Großes Geschenk für meine Tochter. Klar. Und ja, Freundinnen etc. kriegen natürlich auch irgendwas Schönes. Herzlichen Dank und wir drücken Ihnen die Daumen fürs Finale. Dankeschön. Und zu diesem Finale begrüße ich Sie jetzt sehr herzlich auch aus der Kommentatorenkabine. Wir starten natürlich, wie sich das gehört, gleich mit Spiel Nummer 1 und den Skat-Sachverstand, den steuert wie immer bei Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband. Hallo Wolfgang. Danke sehr, Andreas. Guten Tag. Sie sehen gleich eine Einblendung. Sie sehen unsere drei Spieler, Uwe, Mike und Stefan, so wie sie auch am Tisch sitzen. Über dem Feld von Mike sehen Sie dann in den jetzt noch roten Feldern die ausgelegten Karten. Links daneben der Skat und rechts dann die laufende Punktwertung, also ganz einfach und intuitiv zu verstehen. Auf den ersten Blick, ja, passables Blatt für Mike, aber die anderen haben noch viel weniger, Wolfgang, deswegen kommt er logischerweise mit 18 zum Zug. Er kommt bei 18 ans Spiel, hat auch eine aussichtsreiche Karte, zwei Buben in der Hand, viermal Kreuz, sechs Trümpfe, aber er findet nicht gut. Ist jetzt die Frage, soll Kreuz spielen an dieser Stelle oder vielleicht Pik spielen, Kreuz, weil die Kreuzkarte als Beikarte die bessere ist? Es ist ein Bauchgefühl, ich würde auch Kreuz spielen, denn der Pik-König könnte immer noch bei günstigem Pikstand einen Stich machen. Sehr schwierige Entscheidung, aber er macht es hier richtig mit 6-mal Trumpf. Aber es sieht nicht gut aus für ihn. Die vier Fehlkarten in der Beikarte sind eben zu schwach. Naja, immerhin hat er schon mal die Karo 10 durch den Einstich kassiert. Das ist ja was wert. Jetzt spielt er die Kreuz 7. Gibt damit automatisch natürlich einen Trumpfstich ab. Wäre es nicht günstiger gewesen, an der Stelle den König zu spielen, um den Karo-Buben zu provozieren von Stefan? Andreas, ich merke, du wirst immer besser. Du hast recht. Du hast völlig recht. Er würde mit dem Kreuz-König den Karo-Buben fordern und hat dann mit Pik-Buben und Kreuz-10 die höchsten Trümpfe. Müsste dann allerdings, wenn er wieder abgezogen hat oder eingestochen hat mit der Kreuz-7, mit der Pik-Karte oder der Herz-Karte antreten. Wie es dann weitergeht, steht in den Sternen. Er hat es nun mal so gemacht. Allzu toll. Und ist, wie gesagt, ist jetzt nicht. Jetzt wieder dumm in Mittelhand. Karo 9 erforderte den Abwurf von Herz 9. Jetzt kommt der nächste Karo. Er jetzt sticht er mit der Kreuz 10. Muss mit Kreuz 10 stechen. Muss ich? Ja, warum muss er mit der Kreuz? Er hätte auch den Kreuz König nehmen können. Könnte auch Kreuz König nehmen. Ja, sage, du wirst immer besser. Wenn ich dann über die Jahre nichts gelernt hätte von dir, das wäre ja schlimm. Oh, vielen, vielen Dank. Mit Kreuz König gestochen, eventuell am Spiel bleiben und dann Pik König spielen. Dann bekommt er eventuell noch auf Kreuz 10 Herz Ass. Doch so gibt's für Mike einen klassischen Fehlstart. Sicherlich muss ich das erste Spiel nicht gleich reizen, aber in Vorhand habe ich mir gedacht, bei Passe, gehe ich mal rein mit den 6 Trumpf. Habe jetzt so schlecht gefunden und die Karte steht natürlich auch nicht so, wie sie stehen muss, um das Spiel zu gewinnen. Ja, und dann steht man irgendwo schon unter Zugzwang. Und wir sehen beim Sprung in Spiel 6, es hat sich einiges getan. Mike hat sich wieder in die Pluspunkte
bewegen können, aber Uwe und Stefan liegen schon etwas vorne. Stefan hat sich klein ein bisschen abgesetzt, aber wie gesagt, wir sind erst im 6. Spiel. Was jetzt passiert ist, dass noch nicht alle Karten eingescannt waren. Alle Karten sind mit sogenannten Radiofrequenz-Identitätschips ausgestattet und werden dann in dem Tisch automatisch gescannt. Das hat eben bei Uwe nicht ganz funktioniert, aber jetzt ist auch seine Karo 8 erfasst. Wenn wir uns die Blätter anschauen, so richtig zwingend ist das für keinen. Uwe wagt es allerdings. Und was könnte er damit machen, Wolfgang? Das wird ein Grang. Mike hat gar nichts. Er ist ein gebranntes Kind. 6-mal Trumpf mit den Herzen. 4-mal gar nichts. Stefan hat zwar die beiden alten Buben, Kreuz und Pik Buben, aber auch nichts Zwingendes. Uwe geht rein, findet glücklicherweise noch das vierte Ass, Karo Ass dazu. Und spielt tatsächlich Grang ohne Vieren. Grang ohne Vieren. Und solche Spiele sind Wahrsager in einer noch sehr jungen Serie. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Was heißt das mit dem Wahrsager? Wie es weitergeht. Wenn er dieses Spiel jetzt verliert, werden ihm 240 Punkte zuzüglich der 50 verlorenen abgeschrieben, sind minus 290. Gewinnt er allerdings, hat er plus 170 auf dem Konto. Also das ist eine große Differenz. 460 Punkte, Sand oder Land. Und er wagt es. Sekt oder Selters, Sieg oder Sibirien. Ihm ist auch, glaube ich, schon so ein bisschen der Schrecken in die Glieder gefahren mit dem Abstich. Aber damit musste er rechnen, dass wenigstens eine 10 nicht durchgeht, ne? Im Normalfall. Ja, aber nun ausgerechnet die kurze Farbe, wo er nur Ass und 10 hatte. Man könnte dabei rechnen mit Pik Ass. Ach, und du hörst es. Na, es geht doch auf Pik Ass. Mussten beide Bilder fallen. Da dürfte er ordentlich durchgeatmet haben, denke ich mir. Er sagte es eben auch, ja. Pik war deine Angstfarbe. Ja, Kreuz auch ein bisschen. Aber das Herz Ass hat sich jetzt schon nicht gedacht. Ich müsste zwei. Hier zu sagen können. Das können wir gerne machen. Bei dem Krang ohne Vieren habe ich mörderlich geschwitzt. Da ist der Puls ganz schön hochgegangen. Aber wie gesagt, es macht riesen Spaß und ich versuche mich konzentrieren, das ordentlich durchzukriegen. Na, schauen wir mal, wie es läuft in diesem Spiel. Spiel 7, das direkt anschließende. Und da haben wir es wieder. Bei Uwe war eine Karte nicht gescannt. Jetzt ist sie erfasst. Mike hat, Wolfgang, würde ich sagen, ein ziemlich ordentliches Blatt, oder? Aussichtsreich. Aber wenn wir haben ja den Vorteil, in den Skat sehen, da läuft es mir wieder eiskalt den Rücken runter. Herz 8, Karo 9 zu seinen beiden Herz- bzw. Karo-Karten. 7 und 10, König, Dame. Das kann schwierig werden, die erforderlichen 61 einzubringen, die er braucht, um dieses Spiel zu gewinnen oder ein Spiel überhaupt zu gewinnen. Was macht er jetzt? Drückt Karo 10, Karo 7 und wird Herz ansagen. Herz. Wolfgang Nostradamus, sehr gut. Nein, das drängte sich eben auf. Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum Herz? Er hat ja Ass 10 König auf Kreuz, das sieht ja eigentlich viel besser aus. Warum spielt er stattdessen Herz? Die Beikarte ist stark mit dem Kreuz Ass und der Kreuz 10. 5 Trümpfe, genauso Herz und Karo. Aber er wählt die etwas höherwertige Farbe Herz. Mhm. Auch natürlich mit der Hoffnung, dass wenn er ans Ausspiel kommt, auf Karo 9 geschnitten wird. Das heißt, das Ass geschont. Damit das beim nächsten Mal dann stechen kann, wenn es fallen sollte. So sieht das aus. Bislang allerdings läuft es gut. Der Alleinspieler, rot markiert, auch oben bei der Punktewertung, führt bislang mit 24 zu 4. Jetzt holen die Gegenspieler ein bisschen auf durch das Ass, weitere 11 Punkte auf ihrem Konto. Und jetzt macht Uwe, glaube ich, einen Fehler. Er hätte, glaube ich, bei Kreuz bleiben müssen, ne? Er hätte Kreuz fordern müssen. Oh, der Blick von Stefan, der war ja Gold wert. Der war Gold wert. Ja, Uwe hätte die von Stefan geforderte Kreuzkarte nachspielen müssen. Stattdessen öffnet er eine neue Farbe. Und aber Stefan kann sich gar nicht beruhigen. Nein, 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 nein. Er wollte ja nun auch noch seine Herz 10 verstechen. Und das hätte das Spiel von Mike schon zu Fall gebracht. Mal sehen, wie Stefan das sieht. Das braucht er noch nicht. Nee, aber warum bringt sie den Kreuz nicht her? Dann versteche ich meine Herz 10 zumindest. Richtig? Und auf dem Trumpf kriegst du noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht gezählt. Ja, denn mein Gegenüber hat das Spiel nicht so geblickt. Ich meine, beide, muss ich sagen, von Typ her, beides coole Typen, super Spaß gehabt. Aber es jetzt Nervosität ist, aber jetzt geträumt hat, hat gedacht, ich habe von meiner 10 gespielt. Wobei er, wenn er einen Tick überlegt hat, hätte, er ist eigentlich ein erfahrener Spieler, glaube ich, hätte er eigentlich merken müssen, dass ich dieses blank aufgemacht habe. Habe auch ein bisschen langsamer gespielt. Blank aufspielen macht man ein bisschen langsamer, stand die Lusche und dann Ass. So, und dann hat er es aber nicht geblickt. Zwischenzug Karo Ass.
spielt wieder in Kreuznach, ich kann meinen einzigen Trumpf noch verstechen und er kriegt auf seinem Pik-Jung noch ein Bild, langt, haben wir gewonnen. Wir machen einen kleinen Sprung in Spiel 10 und Sie sehen an den Spielständen, es hat sich nicht viel Entscheidendes getan. Interessante Kartenverteilung, Uwe hat drei Buben, aber sonst nur Müll auf der Hand. Stefan hat dafür fünf volle, also Asse und Zehn, aber kann mit denen wiederum nicht so wahnsinnig viel anfangen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Schon Spannung wieder beim Reizen. Stefan bietet 20. Und Mike jetzt hält. Kommt mit 20 ans Spiel. Findet aber auch nicht gerade begeistert, ist mit Kreuz König und Karo 7. Also er hat ein Finde-Pech, das ist schon unglaublich. Es bietet sich jetzt ein Pik-Spiel mit 5-mal Trumpf an. Aber alleine schon das Drücken ist so kompliziert. Er drückt die vier Augen in Kreuz und hält Herz 10 König. Herz 10 Dame. Weil, egal wie die Karten fallen, es immer 28 für die Gegner werden können. Sowohl in Herz als auch in Kreuz. Er erhofft sich die Chance, in Herz noch einen Stich zu machen. Jetzt wird gut aufgemacht von Uwe für ihn. Herz 7. Und Stefan überlegt jetzt, mit König übernehmen oder mit Ass übernehmen. Mit König übernehmen wäre das von dir eben angesprochene Schneiden. Schneiden. Und noch dazu auf den eigenen Mitspieler. Der Spieler, der die Farbe fordert, erwartet von seinem Mitspieler, dass er, wenn er es hat, das Ass rausnimmt. Aber Stefan handelt hier komplett gegen die Spielregel. Allerdings, er hat noch drei weitere volle. Kreuz Ass und 10. Jetzt klärt er die Kreuzfarbe, die wird abgestochen. Seine Kreuz 10 ist mit der 9 noch gesichert, dass er die auf das erforderliche Spiel von Kreuz nicht zugeben muss. Uwe mit seinen vier Trümpfen sehr stark, bringt jetzt wieder Kreuz. Und nun macht Mike was Gutes. Er wirft Herz 10 weg, schenkt dadurch zwar dem Stefan die Kreuz 10, aber Herz 10 wäre mit Herz Ass ebenfalls weg gewesen. Ein vollen Austausch, sozusagen. Die Skatparallele zum Damenopfer, könnte man sagen. Ähnlich, im Schach. So, jetzt ist Stefan am Spiel. Er überlegt, Sie sehen es an der umrandeten 3. Spieler 3 ist am Ausspielen. Spielt die Karo 10, gestochen von Mike. Von Uwe, Mike muss bedienen. 12 Punkte dazu sind 62 und damit hat Mike das Spiel schon verloren. Das ist rum. Sozusagen wird es bei ihm doppelt abgeschrieben. Für die Gegenspieler kommen nochmal 40 jeweils dazu. Er hat es eben verloren. Reicht doch. Bringst du sowieso keinen, weil der deswegen hat es. Ich schneide schon jetzt. Also ich meine, ich schneide auf Partner schon. Ja. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil ich Kreuz Ass 10 auch noch habe. Das war genau, das war mir dann doch zu fett, falls er so gelegt. Wenn ich jetzt erst rausnehme, hat er das Spiel gewonnen. Ihr seid, richtig. Ihr seid euch ziemlich einig. Wir sind uns einig. Ja, er nimmt mir meine Kommentare. Feeling. Wir machen einen etwas größeren Sprung von Spiel 11 zu Spiel 17. Stefan hat zu Uwe aufgeschlossen. Mike hat auch ein paar Punkte gut gemacht. Zwei eingepasste Spiele waren dabei, sie haben also nicht viel verpasst. Und jetzt schönes Blatt bei Stefan, dass, wenn er denn den Skat gewinnt, noch deutlich schöner wird, Wolfgang. Eine schöne Anreize. Er hat einen einfachen Herz. Er könnte zum Null finden, aber hier findet er die berühmten 22 Augen. Zwei Asse. Kreuz und Herz Ass, welches diese Karte zum Grand macht. Man kann schlechter finden. So ein schöner Spruch. Auch die nette Umschreibung, wenn man zwei Buben im Skat findet, vier Augen im Skat, aber keinen König. Jeder weiß am Tisch, was gemeint ist. Ist das nicht Blattverrat? Der Spieler kann sagen, was er möchte. Er hat da keine Pflicht, irgendwie hinterm Berg zu halten. Für die Gegenspieler sieht es da ganz anders aus. Da gilt jede kleine Nuance als sogenannter Blattverrat, welches zum Spielgewinn des Alleinspielers führen kann. Ein Schiedsrichter, der an den Tisch gerufen wird, würde da schon so entscheiden. Jetzt hat Stefan mit seiner Herz 10, da er Herzfarbe lang hat, natürlich den Abstich provoziert. Das ist aber auch Absicht gewesen, vermute ich mal, denn er hat ja nur zwei Buben. Er muss also sehen, dass die gegnerischen Buben irgendwie aus dem Spiel kommen. Er wollte nun auch nicht das Risiko eingehen, dass beide Buben in einer Hand stehen, indem er einen spielt, Übernahme und dann eventuell wieder eine Farbe stechen muss. Karo. Die könnte theoretisch bei einer 18er Reizung lang sitzen. Er wollte dieses Spiel auf sicher nach Hause bringen. Die Gegner sind jetzt mit 33 schon aus dem Schneider. Mit dem Abwerfen der Pik 9 hat er dieses Spiel für sich theoretisch gewonnen. Das kann nicht mehr verloren gehen.
52, mhm. Einstich. Kriegen die Gegner noch auf den Kreuzbuben? Ja, was? Naja, 33 auf 4. Mhm. Ja. Sie kriegt noch rein. Er hat das Spiel im Griff. Und damit gibt es einen Führungswechsel. Ja, Stefan, der bislang knapp Zweiter war, zieht damit an Uwe rein, ja? Vorbei im 17. Spiel ja, von insgesamt 36. Wir machen wieder einen kleinen Sprung, 4 Spiele weiter und Sie sehen, Uwe hat wieder die Führung übernommen, wenn auch nur mit 2 Punkten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Mike liegt zwar 200 Punkte hinten, aber da noch mit diesem Spiel 16 Spiele zu spielen sind, will das noch gar nichts heißen. Also durchaus eine spannende Runde und interessant ist, dass sowohl Mike als auch Stefan mit dem Skat richtig tolle Karten auf der Hand hätten. Mike allerdings hat gleich gepasst und für Stefan ergibt sich nun durchaus... Ein Spiel, von dem man, wie eben auch sagen könnte, man kann schlechter finden. Man kann nicht nur schlechter finden, er hat jetzt eigentlich eine Riesenkarte. 6-mal Trumpf, Ass 10, Ass 10 König, wovon er auch noch eine 10 drücken kann. Also keine schlechte Karte auf der Hand. Trifft hier allerdings, wir sehen es, auf 5-mal Trumpf bei Mike. Kreuz, Herz, Karo, Bube, Kreuz, 10, 8, also eine Macht dagegen. Das hat ja was Süßes. Und er amüsiert sich nur schon. Ja, sie bieten ihm nichts an und er hat nicht mal etwas, was er abwerfen könnte, weil er mit all seinen Karten im Zweifel keine schlechten Stiche machen kann. Und nun guckt er. Jetzt weiß er, Mike hat 5 Trümpfe, beziehungsweise jetzt noch 4 Trümpfe gegen ihn. Die Trumpfkarten sind geklärt. Aber solch ein Glück, genau die Karten, die Mike bedienen muss, hat Stefan als Ass-10-Karte in der Hand, beziehungsweise mit den gedrückten. Sodass er nach diesem Stich schon bei 56 ist. Diese 42 Karten mit den Karten, mit den Augen der Gegner schon nach Hause gehen. Kreuz Ass hat er ebenfalls bekommen und hat schon 63. Und wir haben Spaß am Tisch. Der Blick ist Gold wert. Er macht jetzt auch noch einen Stich auf den Pik-Buben. Hat die 63 eingebracht, sozusagen über 60 gekommen. Das Kreuzspiel sicher nach Hause gebracht. Führung wieder übernommen. Ein Applaus war das wert. Und wir, meine Damen und Herren, gehen kurz in die Pause und sind gleich wieder da mit dem Skat Masters Finale 2011. Willkommen zurück beim Skat Masters Finale 2011. Und wir werden gleich mal hören, wie unsere Mitspieler das bisherige Finale erlebt haben. Ja, bei dem einen Spiel, da habe ich einfach nicht zugetraut, dass der Stefan blank spielt. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ansonsten, ich fühle mich wohl, es macht riesigen Spaß. Bei meinen Kong ohne 4 hatte ich Heidenglück, da ist der Puls bestimmt ein bisschen höher gegangen. Ja, ansonsten nur versucht sich zu konzentrieren und macht einfach riesen Spaß. Nee, zurückgehen kannst du nicht. Also wenn du überlegst hier, der Mike hat, glaube ich, 2 Spiele verloren. Aber wenn er einen Drang mit reinkriegt, dann ist der Punktegleichstand mit mir ziemlich. Also es ist ja manchmal ein dickes Spiel oder ein halbseitiges Spiel, was man verliert, dann sind die Gegner da. Das ist ja, kann ja noch viel passieren. Ich versuche jetzt natürlich nochmal anzugreifen, aber wenn ich merke, dass gar nichts geht, dann muss ich mich halt mit dem dritten Platz zufrieden geben und das ist ja auch okay. Bin ich mehr Siegeswillen? Also gehst du jetzt nicht noch aufs Ganze? Ich werde versuchen natürlich nochmal aufs Ganze zu gehen, aber wenn ich merke, das geht nicht, dann gebe ich mich mit dem dritten Platz zufrieden. Wir haben wieder einen Sprung gemacht von Spiel 21 zu Spiel 27. Sehen, Mike hat zu Uwe aufgeschlossen. Stefan ist ein bisschen davongezogen. Sie haben mit spielerisch nichts wirklich Interessantes verpasst. Und jetzt könnte es interessant werden. Denn der Skat ist nicht wirklich berauschend und Stefan passt er eigentlich überhaupt nicht in die Karten. Gar nicht. Und er wird jetzt hier auch mit einem 5-Trumpf-Spiel ins Geschehen gehen. Pik ohne Zweien. Dann hat er in der Beikarte Kreuz Ass, Herz Ass. Zum Glück für ihn sind wenigstens die Trümpfe die anderen 6 Karten verteilt. Vielleicht nochmal zur Erklärung für diejenigen, die schon länger nicht mehr Skat gespielt haben. 120 Punkte sind insgesamt im Bild. Die Asse sind jeweils 11 Punkte wert. Die Zehnen 10 logischerweise. König 4, Dame 3, Bube 2. Und wenn der Alleinspieler 61 mindestens hat, dann hat er sein Spiel gewonnen. Kommt er auf die 61 in diesem Spiel, Wolfgang? Ich drücke ihm die Daumen. Jetzt, durch Zugabe der Karo 7, ist seine Karo Dame schon hoch. Es sind gefallen Karo Ass, Karo König. Die 10 hat er gedrückt. Jetzt kommt er zumindest schon ans Spiel. Sind nur 3 Augen.
zusätzlich zu den gedrückten 13, insgesamt 16. Die Trümpfe stehen 3-3. Und nun ist er wieder in Hinterhand. Mike kann auch nicht, darf auch nicht von diesem Stich übernehmen, um den Spieler in Mittelhand zu bringen, was eigentlich immer so eine Hürde für den Betreffenden ist. Weil der ja nie weiß, was Hinterhand dann letztlich noch an Karten hat, ob er was reinbuttern kann, ob er möglicherweise überstochen wird oder ähnliches. Das ist für ihn dann immer nicht lesbar oder schwer lesbar, das Spiel. Aber warum hätte Mike nicht übernehmen dürfen? Weil er die beiden höchsten Trümpfe hat. Er würde eventuell einen Trumpfstich verschenken. Und nun spielt Stefan wieder mit allen Tricks, wie die ganze Zeit schon. Er hat nur Herz Ass in der Hand, um es auf Herz dazu zu geben, hat aber Herz Dame gedrückt und durch dieses Zögern, nehme ich es oder nehme ich es nicht, lässt er die Gegner natürlich im Unklaren. Genauso wie er es jetzt hier mit Kreuz Ass tut, nur da hat er die Kreuz 8 noch. Und hofft natürlich auf die Herz 10 zu fangen. Und nun ist es etwas undurchsichtig für ihn. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Er weiß genau, es sind noch zwei Trümpfe draußen. Wenn diese 1-1 fallen, also sozusagen jeder einen hat, hat er das Spiel locker gewonnen. Denn und er hat jetzt noch zwei Trümpfe in der Hand. Und er forciert diese Situation, weil er auf dem anderen Weg auch nicht gewinnen kann. Wenn die beiden Trümpfe in einer Hand stehen, völlig egal. Übrigens, falls Sie mal hier um 10 oder 15 oder gar 25.000 Euro spielen möchten im Skatmasters Finale, dann gehen Sie einfach ins Internet, unter skatmasters.de können Sie sich qualifizieren. Wir machen gleich weiter mit Spiel Nummer 28. Mike würde jetzt natürlich wunderbar dazu finden, die beiden alten Buben hat er schon, den dritten bekäme er hinzu, wenn er denn das Reizen gewinnt, und das gewinnt er in diesem Moment. Und das ist schon ein recht ordentlicher Drang, den er damit auf der Hand hat, Wolfgang, oder? Aber riskant. Ganz, ganz schlimm. Drei Buben. Mit dreien. Kreuz, Pik, Herz, Bube. Herz, Ass zu viert. Also da ist ein theoretischer Stich draußen. Und drei Schlusen sozusagen. Drei Luschen in der Hand, wo er nichts mitmachen kann. Karo König nur gedrückt, vier Augen. Er spielt aber krank. Er will unbedingt an Stefan ran, sich von Uwe absetzen, bringt Herz Bube. Karo Bube muss bedient werden, Herz 10. Jetzt testet er erstmal, guckt nach, wie stehen die Herzkarten. Sind die verteilt? Kann ihm schon kaum noch was passieren. Aber nun wird ihm schon so ein bisschen schwindelig. Kreuz Dame wird abgeworfen, eine Farbe, die er auch nicht hat. Grauenvoll eigentlich. Kreuz König, jetzt ist er in Kreuz frei. Jetzt kommt Stefan mit dem König ans Spiel. Setzt sich auch noch in Hinterhand. Und das Pik Ass wird geladen. 15 Augen jetzt für die Gegner. Und Stefan macht die Kreuzkarte klar. Um Mike zum Stechen zu zwingen. Um Mike zum Stechen zu zwingen. Aber auch um Uwe anzuzeigen, bitte tu hier nichts rein. Er könnte auch noch Kreuz Ass haben. Bitte, bitte nicht laden. Du hast doch schon zweimal Kreuz weggeworfen. Was machst du denn jetzt? Karo 8 wäre eigentlich die logische Karte zu spielen. Ja, aber Karo 8 rein. Was macht er? Und er überlegt weiter. Und er legt die Big 10 rein. Ja, Mike bedankt sich für 22 Punkte, die er damit nach Hause fährt schon mal. Und damit hat er das Spiel schon gewonnen. Das war niedlich. In Stefans Augen blitzte kurz Mordlust auf, hatte ich das Gefühl. Oh Gott. Nee, sei doch nicht so böse. Karo 10, Karo Ass rauf. Und nur mal kurz mitgerechnet. Jetzt wird Uwe, nachdem er mit Karo Ass mitgenommen hat, Pik König und Pik Dame spielen, die Mike bedienen muss. Woraufhin Stefan Kreuz Ass dazugeben kann und sie werden nach... Jetzt landen bei 54. Das heißt, diese 10 hätte ihn zum Sieg verholfen. Und die Pik 10, die Differenz zum König. 6 Augen. 60 hätten sie erhalten. Mike wäre weg gewesen im Nirvana. Stattdessen kommt er an Stefan ran und überholt auch noch den Uwe. Vielleicht ist das zu wenig. Wir haben Spiel 29 übersprungen, aber ich muss nochmal auf das Spiel 28 zurückkommen. Im Grunde hat Uwe durch die 10 eben, die er da fälschlicherweise reingelegt hat, 5.000 Euro und mindestens den zweiten Platz verschenkt, vielleicht sogar mehr. Oder mehr, richtig. Eine Karte, viel Geld. Herzhand. Und hier ist eben etwas sehr Interessantes wieder passiert. Stefan hat die sogenannte Hebereizung ausgenutzt. Er hat kein Herz in der Hand und versuchte, den Mike daran zu hindern, einfach Herz zu spielen, sagte 22, passte dann auch
Und Mike ist gezwungen zum Handspiel, also eine Dreißer-Reizung für ihn. Stefan spielt wirklich mit allen Tricks, oder? Ja, sicher. Also gerade auf diesem Niveau oder andersrum gesagt, du kommst gar nicht anders dahin an solch einen Tisch ohne diese Nuancen im Spiel. Hm. Wir hatten eben, falls Sie sich gewundert haben, ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Einscannen der Karten. Da sind zwei Stiche Ihnen nicht ganz genau angezeigt worden. Aber jetzt hat alles wieder seine Richtigkeit. Wir beobachten mal das Spiel. Eigentlich ist das Handblatt von Mike gar nicht so schlecht, aber er konnte natürlich nicht wissen, dass alle Stiche auf einer Hand liegen, alle gegnerischen Stiche. 4-1 stehen. Oder 4-1, genau. Ein Bube war ja noch bei Stefan. Ich glaube, als Stefan auf den von Mike geforderten Pik-Buben Herzbube dazugegeben hat, wusste er schon, oh, hier stehen die Trümpfe sehr, sehr schlecht für mich. Und kann jetzt eigentlich nur noch mit Glück gewinnen. Die Gegenspieler stehen schon bei 40 Augen. Ja, aber wie sollte das Glück aussehen? Im Grunde genommen, da ist ja nicht, sind ja nicht mehr viele Möglichkeiten für ihn drin, Glück zu haben. Na, jetzt wird die Karo 10 abgestochen. Mit, nee, wird sie nicht. Oh, doch, mit, doch, dem Herzkönig. Herz, sie haben jetzt schon 58. Okay. Theoretisch hätte Mike Rest, wenn Kreuz Bube und Karo Dame liegen. Also aber wenn die im Skat liegen, denn er hat ja Hand gespielt, hat den Skat nicht aufgenommen. Er weiß nicht, ob der Kreuz Bube möglicherweise im Skat liegt. Das ist seine Hoffnung, seine einzige Hoffnung, denn mit dem Kreuz Buben haben seine Gegner automatisch 60 Punkte. 60 Augen erreicht. Und damit erreicht er seine 61 nicht und das Spiel geht unglücklich verloren für er ihn. Er kann nur hoffen. Nur hoffen kann er. Aber wir sehen es schon. Er wird bitter enttäuscht. 70. Das ist schade, er hatte mit viel Engagement Uwe überholt, aber das kostet jetzt natürlich wieder ordentlich Punkte. Zieh doch Kreuz, hat Stefan gesagt. Den Kreuzbuben, dann weiß ich, woran ich bin, da muss ich nicht groß hin und her überlegen. Wir haben wieder ein Spiel übersprungen, nämlich die Nummer 31. Ein einfacher Kreuz, auch da haben sie nicht viel verpasst, der ging an Stefan, wie sie den Punktestand entnehmen können. Mike kämpft immer noch um den zweiten Platz. Den ersten wird er wohl nur noch schwer erreichen können. Und sein Blatt ist zumindest ganz ordentlich. Ganz ordentlich, die drei kleinen Buben. Aber er muss rein in dieses Spiel, obwohl es nicht sonderlich stark ist. Aber er findet stark. Aber mit Bube Ass wird er natürlich belohnt, hat alle vier Buben. Kann damit ein Karo spielen mit sieben Trümpfen. Kreuz 7 und Pik 9 sind natürlich nicht allzu toll als Karten, aber 13 hat er schon mal sicher, die hat er gedrückt. Sie sehen es, die Herz 10 und die Kreuz Dame, die sehen Sie zwischen der Spielanzeige Karo und den gespielten Karten. Also eigentlich sieht es aus wie eine relativ sichere Sache, oder? Das Spiel ist jetzt sicher. Er hat auch nicht den Fehler gemacht, eventuell auf Pik zu schneiden, also Pik 9 auf Pik König dazu zu geben, denn das Spiel wäre nur mit einem Fehler oder Abstich zu verlieren. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Theoretisch könnten die Spieler, die Gegenspieler, knapp über 40 kommen. In jedem Fall bringt ihn das nach vorne. Karo, der Spielwert 9 mit Vieren, Spiel 5, also 5 mal 9, 45 Punkte, plus die 50 Punkte für den Alleinspieler, 95. Das hebt ihn schon mal über Uwe hinweg. Natürlich an Stefan heranzukommen in den verbleibenden vier Spielen wird schwer sein, aber auch zwischen Platz 2 und Platz 3 geht es ja um ordentlich Geld. Das ist ein Unterschied von 5.000 Euro. Der Drittplatzierte bekommt 10.000 Euro, der Zweitplatzierte immerhin 15.000 Euro. Und noch einmal der Hinweis, meine Damen und Herren, wenn Sie hier vielleicht auch mal sitzen möchten in diesem Finale, dann gehen Sie online, skatmasters.de, dort können Sie sich ein Jahr lang in den Online-Turnieren qualifizieren für das große Finale, das Sie hier derzeit gerade sehen. Und wie vorausgesagt, das Spiel ging ganz sicher an Mike, der damit an Uwe vorbeigezogen ist. Wenn auch nicht allzu deutlich, das muss man sagen, 6 Punkte Vorsprung. Mit diesem jetzt laufenden Spiel 33 noch 4 Spiele, also zwischen den beiden kann sich noch einiges tun. Stefan kann sich eigentlich das, was da passiert, relativ ruhig anschauen. Solange nicht einer einen dicken Grang macht mit Dreien oder Vieren, ist seine Führungsposition relativ ungefährdet. Aber zwischen Uwe und Mike, da kann es noch heiß hergehen. Und Uwe erreizt sich dieses Spiel billig mit 18. Hätte Mike da weitergehen sollen, bis 20 zumindest, nein, um auf Herz zu reizen? Nein. Er will ja diesen Platz auch nicht mehr gefährden und hat auch keine Karte, um ins Spiel einzugreifen. Im Höchstfall kommt er erstmal bei Herz, würde er diese Karte reizen auf 5 Trümpfe. Er würde einen Herzkönig finden, aber die Beikarte wäre wieder grauenvoll. Zwei besetzte 10, 2 Luschen. Der größte Feind. Dem will er sich nicht aussetzen.
Und Stefan macht wieder eine Bewerkung. Wie drückt er denn da? Er muss doch Pik 10 und Herz König drücken. Warum? In Herz wäre jetzt die mögliche Augenzahl 25. Ass 10 König, die er abgibt. In Pik wären 15. es höchstens Ass und König. Ass, König, Dame, 18 Augen. Das ist ja riskant, aber wer weiß, was er sich dabei gedacht hat. Der Karo ist gut. Sechsmal Trumpf, Ass, König, Dame und eine Fehlkarte. Das würde mich ja interessieren, da in seinen Kopf zu sehen. Mike muss den Buben bringen, sagt man so schön, Bube brachte 9 und 8. Das hat ihm nicht viel genutzt, weil Stefan noch bedienen musste mit der Trumpf 8, der Karo 8. Aber jetzt will er was, der Mike will jetzt was sehen von Stefan. Irgendwas muss passieren, weil er nicht weiß, was er nachspielen soll. Mhm. Spielt er Pik nach, würde er bei Stefan eine 10 gefährden oder könnte er auf Herz eine 10 von Uwe bekommen? Er sieht es nicht so recht. Mhm. Also eine schwierige Karte. Er weiß auch nicht, wo die restliche Kreuzkarte steht. So, jetzt sind die beiden bei 35. Wenn Mike jetzt das Herz, Herz Ass ausspielen würde, würde das zum Tragen kommen, was Herz du gerade 10, erwähnt Herz hast. Herz 10, Herz König, 25, 60 wären es. Mhm. Aber er macht nur die Karte von Pik auf. Es ist sehr, sehr schwierig für ihn zu sehen. Herz 10 könnte auch noch bei Uwe stehen. Ganz, ganz kompliziert. Aber das Spiel wäre theoretisch mit solch einem Glückszug jetzt Herz Ass verloren, aufgrund der Tatsache, dass er da so ein bisschen komisch gedrückt hat, der Uwe. Was hast du jetzt gemacht? Er kann auf Herz 10 stehen, verstellt. Ich sehe die 6 Trumpf. Was hat er jetzt hier noch in der Hand gehabt? Ja, den 7. Kreuz. Jetzt sehe ich doch nicht, dass er den 7. Kreuz hat. Wir haben wieder ein Spiel übersprungen. Spiel 34 war ein Pik mit 2, der ging an Stefan, wie Sie dem erhöhten Punktestand entnehmen können. Und zwischen Uwe und Mike geht es immer noch um Platz 2 oder 3, um 15 oder 10.000 Euro. Mike liegt zurück, muss also ein bisschen offensiver auch reizen und findet nicht eben ideal. Hätte eigentlich fast eine Nullkarte sich zusammenfinden können, wenn also es gar ein Nullo wäre. Ich versuche mich in Mike rein zu versetzen. Er hat einen Nullo-Wehr-Eingang. Eine Karte ist zu drücken und rund 14 Karten in der Möglichkeit zu finden, um einen Nullo-Wehr zu spielen. Und er hat wieder solch ein Pech, dass es noch nicht mal zum Null reicht. Er muss sich jetzt einem wackeligen Pik stellen und trifft auch bei Uwe auf 4 Trümpfe. Also solch ein Pech. Ich möchte hier auch noch nicht mal versuchen, annähernd eine Aussage zu machen, wie das Spiel ausgeht. Nun sitzt er natürlich günstig in Hinterhand. Stefan hat keinen Trumpf mehr. Und irgendwas muss er anspielen. Ein Herz vollen ist zu riskant. Von seiner Karo 10 zu kommen, ebenfalls. Kann er sich getrauen, die blanke Kreuz 9 zu spielen? Er könnte bei Uwe die 10 treffen. Entscheidet sich für solch einen Mittelweg, Herz König. Also ein bisschen was Herz anbieten, vielleicht nimmt er das ja mit. Ne? Mike nimmt natürlich die Möglichkeit wahr und wirft Karo 7 weg, wo Karo 10 noch hoch ist. Jetzt versucht Stefan. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl. Jetzt hätte Uwe vielleicht mal ein Bild werfen können, also ein König oder eine Dame, um zumindest einen gewissen Anreiz zum Stechen zu geben. Ne? Ja, aber ich habe hier auch das Gefühl, der Stefan hat solche Angst, einen Vollen anzuspielen. Jetzt wieder Karo 8. Jetzt kommt der König auf Kreuz 7. Und nun sitzt Mike hinten und kann sich schon im Prinzip alles aussuchen. Mhm. Die Gegenspieler haben 14 Augen eingebracht. Und ich glaube nicht, dass er dieses Spiel noch verlieren kann. Jetzt kommt die Karo 10 von Stefan. Was soll Uwe jetzt machen? Nach deiner Meinung? Was soll Uwe jetzt machen? Er kann Kreuz Dame abwerfen, er kann klein stechen. Wie auch immer er sticht, er muss sich darüber im Klaren sein, der Kreuzbube liegt bei Mike. Also er kann diesen Stich gar nicht gewinnen. Also wenn stechen, dann niedrig mit der 8, denke ich mal. Selbst wenn er jetzt einplant, dass bei Stefan noch ein kleiner Trumpf steht. Ja, der nimmt den höchsten Trumpf. Und jetzt nimmt er den höchsten Trumpf. Und Mike könnte jetzt auch noch Pik 7 dazugeben. Dann sind die Gegner Schneider mit 26 Augen. Dann hätte er 83 Pluspunkte auf seinem Konto verbuchen. Oder kann er? Nein, jetzt nimmt er mit Kreuz Buben. Stellt dem Uwe damit das Pik Ass allerdings wieder hoch. Und es wird dazu führen, dass hier passiert Pik 7, Herz Ass, Pik Ass.
Und er überlegt jetzt auch noch, was soll er denn jetzt nur mal ran? Will er jetzt nochmal schneiden? Nein, oder? Nein, nein, diesmal nicht. Raus, 36, Schneider frei, 22 Augen fürs Spiel, 50 gewonnen dazu. Mike zieht an Uwe vorbei. Aber es bleibt knapp. Die Entscheidung zwischen den beiden fällt im 36. Spiel. Stefan hat das Guard Masters 2011 gewonnen. So viel können wir an dieser Stelle schon mal annehmen. Einen Grau mit Vieren wird er jetzt nicht mehr verlieren. Aber zwischen Mike und Uwe, wie gesagt, da geht es um 10.000 oder 15.000 Euro. Platz 2 oder Platz 3 im letzten Spiel. Spiel Nummer 36. Das ist also durchaus spannend. Und wie dieses Spiel Nummer 36 ausgeht, das sehen wir gleich. Nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück beim Skat Masters Finale 2011. Spiel 36 haben wir noch vor uns. Das Spiel, in dem sich entscheiden wird, wer Platz 2 und Platz 3 belegt. Platz 1, das sehen Sie an der Punktewertung, der ist Stefan definitiv sicher. Ich passe. Und Stefan hat auch das beste Blatt. Mit Abstand. Er könnte jetzt auch noch einen Grang mit Vieren verlieren, ohne seinen Titel zu gefährden. Uwe muss hier auf eine Glücksfinde hoffen, um überhaupt noch Platz 2 zu erreichen. Also nur mal so kurz reingeguckt, Kreuz 7 und Herz 8 oder 9, das wäre eine Finde für ihn. Aber wir sehen es ja schon wieder, Karo König, Karo 8 liegen im Skat, die helfen dem Uwe nicht. Interessant ist, dass Stefan mit diesem, naja, sagen wir mal, durchschnittlichen Blatt doch auf Grand reizt. Das ist nicht unbedingt zwingend, ne? Es ist nicht zwingend, aber ich glaube, er wollte hier den Uwe auch gar nicht mehr ranlassen. Schaulaufen der Meister, kann man da sagen. Spiel 36, jetzt gewinne ich noch einen einfachen Grand. Aber du hast recht, er ist nicht hundertprozentig. Und es reizt natürlich den ambitionierten Skatspieler dann auch durchaus, vielleicht über 1200 Punkte zu kommen. Das ist ja auch immer eine Marke, die man gerne erreicht. Die sieht gut aus, ja. Und nun 21 Augen haben sie eingebracht. Ich kann hier noch nicht noch reinlaufen lassen. Ich habe die Punkte schon für euch auch gar nicht mehr im Kopf. Und das Spiel ist für ihn, wenn jetzt nicht noch ein Abstich käme, Schneider gewonnen. Allerdings wird er jetzt genau mit dem Kreuz Buben Mikes Pik Buben ziehen. Ein Abstich kann nicht mehr erfolgen und damit geht das Spiel mit Schneider an ihn. Souveräner Sieger des Guard Masters 2011 ist damit Stefan. Herzlichen Glückwunsch und der Applaus ist berechtigt. Und wenn Sie die Sendung aufgezeichnet haben, gehen Sie nochmal zurück zu Spiel 28. Sie sehen es zwischen Platz 2 und 3 nur 10 Punkte Unterschied und da können Sie wirklich sehen, wie jemand mit einer Karte 5.000 Euro verschenkt, nämlich Uwe. Ja, ich habe das letzte Spiel halt nochmal angereizt. Das hat ja eigentlich gar keine Gewinnchance. Es ist, wie es ist. Ich bin glücklich und zufrieden. Wenn ich mir vorstelle, über tausende von Skatspielern, die bei Skatmasters mitgemacht haben, gerne hier gewesen sind, wenn wir hätten hier mitmachen dürfen. Und jetzt die vielen, die übrig bleiben, die mich auch noch beneiden, dass ich überhaupt spielen durfte. Ist doch klasse. Erst ging die Karte gar nicht. Dann habe ich mich halbwegs aufgerappelt. Jetzt verliere ich dieses Herz-Hand nach der zweiten Pause. Und dadurch habe ich mir das Leben wieder selber schwer gemacht. Ja, es war schon überhaupt Glück, hier im Finale zu stehen und mit dem zweiten Platz bin ich hochzufrieden. Also ganz klar, also ich muss mich ein bisschen freikaufen. Ich musste meinen Chef anrufen, dass ich heute nicht fahren kann. Na, ich bin ja Taxifahrer und dass ich morgen irgendwann im Laufe des Tages zurückfahre. Weil ich bin gar nicht imstande, mich jetzt in ein Auto zu setzen und die 300 Kilometer zu fahren. Also ganz ehrlich nicht. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache noch einen Tag Urlaub, na, kurzfristig. Und naja, zu meinem Geburtstag im September werde ich wohl mal eine Woche weg. Freunde ein bisschen beschenken und Tochter natürlich. Mhm. Na? Die ist natürlich auch sehr wichtig, dass die was kriegt. Und wenn Sie auch einmal hier stehen möchten, meine Damen, meine Herren, und den Kuss von Melanie und einen sehr ordentlichen Geldpreis gewinnen möchten, dann gehen Sie ins Internet und qualifizieren Sie sich unter skatmasters.de. Das war's. Mein Dank geht an Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband. Ich danke dir, Andreas, und gut Blatt. Ich bin Andreas Heinzgen. Bis zum nächsten Mal.